Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Dungeon Siege 1 ohne Add-on übrigens. Das ist nämlich viel besser ohne Add-on. Es geht auch weiter. Es geht, glaube ich, hier auf Level 225 und mit Add-on nur auf 210. Außerdem gibt es, ja, zuerst einmal, ich spiele es ganz allein. Ich spiele es ohne Charaktermitglieder. Ich zeige euch alles, jedes Versteck. Ich kenne das Game auswendig. Ich sammle alles und werde wahrscheinlich alle vier Fähigkeiten leveln. Aber zuerst werde ich Kampfzauber nehmen, weil ich Kampfmagier einfach liebe. Und dazu werde ich eventuell ein bisschen Naturzauber nehmen und später das Naturzauber voll. Danach Nahkampf und danach Fernkampf. Ja. Also ich habe es geschafft, das Game auf 1920 auf 1080 zu ändern. Und ja, ich bin gerade wieder ein bisschen am Reinkommen. Die Steuerung ist relativ, naja, halt altmodisch. Aber es geht also recht gut. Ach komm, wir gehen mit einer Schaufel kämpfen. Wir müssen doch mit einer Schaufel kämpfen. Ja, ich freue mich so riesig, weil ich ein super Diablo... nein, eben nicht ein Diablo-Fan bin. Ja, schon ein Diablo-Fan natürlich, aber ich meine ein Dungeon Siege-Fan bin. Dungeon Siege 1 und 2 habe ich komplett immer durchgespielt. Bei Dungeon Siege 3 bin ich ja nicht mehr so der... Ich mag ja Dungeon Siege 3 schon, aber es ist relativ kotzig balanciert und relativ kurz. Und deshalb habe ich es nie durchgespielt, nur geschaut. So, wir müssen Feuer... Bogen. Komische Übersetzung. Kurz nehmen. Ah, Bolzen, deshalb. Ja, es ist Feuerbolzen natürlich. Gut, kenne ich das auch wieder. Können wir Sepp noch mitnehmen. Ein Ast müssen wir nicht mitnehmen. Ja, auf jeden Fall freut mich, dass wir das Spiel endlich wieder zu spielen. Ich kenne die besten Tricks, Tipps und Tricks. Das hatte ich alles selber suchen müssen, weil früher das Internet noch nicht ganz so... voll gefüllt mit Tipps und Tricks ist und alles mögliche. Deshalb, ja, zeige ich es euch. Ihr könnt das Spiel auf Steam kaufen oder sonst auch als CD-Version. Ich weiß nicht, ob Good Old Games es auch hat. Aber auf jeden Fall gibt es das immer noch zu kaufen und ich finde die Grafik immer noch wunderschön. Also in Full HD sieht das so gut wie noch nie aus. Hey, ich freue mich so gigantisch riesig. Einfach nur cool. Es läuft leider nicht ganz so flüssig. Einfach im Moment gerade. Aber das liegt wahrscheinlich am Fraps, weil Fraps einfach nicht gewöhnt ist an dieses Game. Tut mir leid, wenn es manchmal einfach ein bisschen stottert. Das sind so Mini-Mini-Lags und die kann man leider nicht gerade gut wegbringen. Ich schaue dann mal in Part 2, ob es dann besser geht, aber in meinem Test hat es nicht geleckt. Gut. Ah. Wieder so schön kämpfen. Ich habe hier Q und W gefüllt und 1 und 2 mit den Fähigkeiten. Also nur die Zauber. Dass ich ja nie etwas verwende, dass ich nicht will. So. Also alles werde ich natürlich nicht sammeln. Ich nehme nur das, was jetzt wirklich auch einzigartig ist mit. Viele Gegner lasse ich mal einfach liegen. Wir wollen ja auch vorwärts kommen, oder? Das ist vor allem das Wichtigste. Ja, trink du mal noch nicht so langsam, bitte. Wir
Wir wollen ja auch Spaß haben. Und erkunden tue ich natürlich relativ alles. Aber eben zum Beispiel zweimal killen werde ich zum Beispiel nicht machen. Aber ich werde einfach meinen Spaß haben und eben die Gebiete, die besonders hilfreich sind, die werde ich euch zeigen. Und da ist eine Steinkohle. There's one hit. Ah, ein Wanderstab. Sehr gut. Nehmen wir den Wanderstab als Waffe. So. Immer umequippen. Also immer die 1 drücken, wenn ihr das auch gemacht habt, wie ich. Sonst eben die F3-Taste ist, glaube ich. Boah, bin ich... Gut, noch kurz gerettet. Ich habe die Taste schon auf dem Zauber gehabt, was ich euch zeigen wollte. Und bin gleich noch runter. Ja, die machen fett viel Schaden, die. Boah. Ja, ich spiele übrigens auf schwer, müsst ihr wissen. Ich spiele auf schwer. Ich kenne ja auch das Spiel. Deshalb machen die auch so viel Schaden. Ja, müsste aber dann irgendwann mal auch wieder zurückrudern, weil es kann sein, dass die Gegner allzu stark werden mit einem Zauberer, weil die Zauberer nicht viel aushalten. Und wenn sie dann zu schnell sind, also wenn wir zu schnell sterben, dann müssen wir zurückrudern. So, Kampfzauber. Wir haben ein Level in Kampfzauber bekommen. Wir können alle wahrscheinlich auf Level 220, 25 oder so bringen. Aber das geht extremst lange, müsst ihr wissen. Also momentan geht alles noch kurz. Intelligenz tut natürlich auch am meisten hoch leveln durch Kampfzauber. Durch Naturzauber auch das gleiche. Durch Fernkampf wird natürlich Geschicklichkeit mehr gelevelt. Und durch Nahkampf wird Stärke mehr gelevelt. Aber tut nicht alle gleichzeitig leveln. Das bringt überhaupt nichts. Da bekommt ihr sehr wenig Charakterattribute über. Macht es, so wie ich, einfach zuerst einen einzigen leveln und dann später vielleicht noch einen dazu, aber mehr nicht. Einfach ganz am Schluss dann alle nehmen. Aber irgendwie trifft er ein bisschen falsch. Ich wollte eigentlich die Fliege zuerst haben. Eine Heugabel. Ja, die ist, glaube ich, die bessere, als die wir am Anfang gehabt haben. Ich glaube, das ist die bessere. Also es gibt zwei Heugabeln. Ja, ja. Die macht viel mehr Schaden, zum Beispiel als die Schaufel. Ich glaube, die Heugabel macht 2 bis 4 Schaden, die wir oben haben. Und die nicht. Okay. Ach, wie toll das ist. Oh, da ist ein Boss. Das ist der erste besondere Gegner, also nicht kein Boss, aber die Bosse sind übrigens in diesem Spiel extrem cool inszeniert. Wir machen auch immer andere Fähigkeiten, setzen sie an und so weiter. Ja, ich bin richtig stolz auf dieses Game, das war mal noch eine richtige Spielkunst. Damals hatte man noch richtig viele besondere Ideen und so weiter. Es war schon cool damals. Das ist zwar heute auch immer noch cool, natürlich. Es kommen irgendwie bessere Spiele raus. Aber ihr müsst wissen, dass vieles halt einfach meist nur noch irgendwie hingekleckert wird, weil man alles schon kennt und ja, es wird nicht mehr so mit viel Liebe gebaut, entwickelt. Aber ich bin froh, dass ich das Spiel endlich auch wieder mal spielen kann. Und eventuell habe ich noch ein Video von mir über ein altes, ja, Dungeon Siege 1 Video vom alten PC. Wahrscheinlich nicht so hoch aufgelöst, aber eventuell habe ich da noch ein paar. Sogar ein paar. Keine Ahnung. Muss auch mal wieder schauen. Also das ist jetzt eher so ein Fun-Let's Play. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn jetzt da niemand das schauen will.
Aber ich freue mich natürlich auf jeden Zuschauer. Vor allem einfach, weil ich auch ein besonderer Let's Player bin und vielleicht auch ein oder zwei Geschichten erzähle darüber. Oder einfach etwas Erfundenes im Game. Weil ich habe nämlich schon ein paar Geheimnisse, die ich unbedingt einfach so als Rollenspiel oder so verwenden will. Zum Beispiel habe ich ein paar Knöpfe gefunden und ein paar Geheimwege. Und die muss ich euch unbedingt zeigen. Deshalb werde ich diese Map ganz alleine durchkämpfen. Wenn ich das geschafft habe, werde ich also alles komplett. Einfach vielleicht ein paar Ecken nicht und so. Das will ich ja, habe ich ja gesagt. Nicht zum Beispiel alle Gegner unbedingt töten. Es ist zu langweilig einfach. Sondern ich möchte einfach das Spiel durchspielen und alle Geheimnisse und so finden vor allem. Und so weiter. Dann mache ich im zweiten Schwierigkeitsgrad, ich weiß jetzt nicht genau wie der heißt auf Deutsch, einfach im vertrauten Schwierigkeitsgrad auf Englisch glaube ich, werde ich dann die andere, die Multiplayer Utrea Map machen und im Elite, ja einfach beziehungsweise im dritten Schwierigkeitsgrad werde ich diese Map nochmal machen, weil es gibt keine andere Map mehr. Ja, und ich spiele das Game zuerst einmal komplett ohne Mod durch. Wenn ihr dann immer noch Lust habt, dann dürft ihr natürlich auch gerne da weiterschauen und dann mit Mods. Eventuell auch mit Legends of Atre Legends of Orana, Arana, glaube ich, Arana. Ja. Ja, und auf jeden Fall werde ich das Spiel einfach genießen. Eventuell kaufe ich mir die CD-Version von Dungeons & Dragons 2. Dann kann ich auch Mod installieren, weil auf der Steam-Version gehen leider die Mods nicht. Das habe ich ausprobiert vor ein paar Jahren. Und das ging damals nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht. Also schon geht. Ich hoffe jedenfalls. Tu doch mal automatisch angreifen, bitte. Lass mich das einstellen. Komm, noch ein bisschen. Oh je. Aua, der macht viel Schaden. So. Das ist das erste Item, das man nicht auf herkömmliche Art und Weise bekommt. Hier ist es natürlich aus, es ist viel stärker, weil es gute Verteidigung und plus 5 Leben hat. Das erste blaue Item, wie bei Diablo 3 oder so, gibt es auch blaue Items. Und ja, das ist eigentlich eines der besten Items für den Anfang, weil es auch von allen ausrüstbar ist. Auch ein Level 0 Charakter kann das ausrüsten. Das ist so prima, das Item. Ja, und es heißt Altans Lederpanzer. Ja, der Altans Lederpanzer, Altan könnte ein Bauer gewesen sein oder sonst irgendwas. Aber ist eben ein Item, das einfach in der Gegend herum ist. Von einem Monster gedroppt wird oder herumliegt oder von einer Truhe gedroppt wird. Irgendwas so. Ja, die Geschichte der Grüfte. Gerade außerhalb der Stadt Stonebridge liegt die wichtige Grabstätte von ganz Abe. Hier ruhen die Gegebenen aller Könige und Königinnen Abes, neben denen von Kommandanten, Großmagiern und Helden der 10. Legion. Die 10. Legion ist so eine Legion, eine Einheit von Helden und so weiter, die Abe beschützen, aber werdet dann später merken, es geht ihnen nicht mehr gut. ja, Abe ist das Königreich und das ist gigantisch groß und es ist recht schön. Utrea gehört dann glaube ich nicht mehr Abe, aber es ist irgendwie, Utrea ist keines, ja man weiß nicht viel darüber glaube ich oder so. Auf jeden Fall ist es dann woanders.
Die Gruft wurde von der 10. Legion während des Kampfes gegen das Joch des Seegs geweiht und befindet sich an der Stelle eines der blutigsten Schlachten des Freiheitskampfes. Die Seegs sind böse, ja, schon fast Zombie oder Aliens, die extrem, ja, komische Waffen haben, so spitze Waffen. Und die wird man erst ganz am Schluss treffen und ich werde nicht weiter spoilen, was die noch vorhaben und so weiter, klar. Also Legionskommandant Karese Noani, nach der Schlacht alle die Toten sah, befahl er in der Mitte des Schlachtfeldes eine Fläche frei zu räumen. Das sieht man fast gar nicht, das A, das E, also die Pünktchen nicht, um mit dem Ausheben zu beginnen. Er wird folgendermaßen zitiert: Vom heutigen Tag an wird es nicht mehr geben, was nicht durch das Blut dieser edlen Herzen erkauft wurde. Im Laufe des Jahrhunderten wurde durch reine Familien zur Abwehr von Grabräubern mehr und mehr geheime Ebenen, Geheimgänge und Fallen hinzugefügt. Heutzutage gilt die Gruft als unüberschaubar, weshalb die meisten Beisetzungen in den Friedhöfen rund um die Eingänge der Gruft vorgenommen werden. Also nicht mehr in der Gruft, das sind zu viele Monster. Ja. Also Bücher müsst ihr nicht mitnehmen. Ich denke, ich werde eigentlich auch nur den Stab mitnehmen. So. Da haben wir noch magische Rüstung. Können wir halt nicht ausrüsten. Aber ich möchte ja eigentlich die nicht mitnehmen, weil ich ja nicht will switchen. Also wenn ich auf jeden Fall mal switche, möchte ich nicht plötzlich noch ein bisschen Level in Naturmagie haben, weil später geht es relativ schnell zu leveln, die Fähigkeiten. So, ja, sonst muss ich eigentlich hier nichts mehr machen. Hier haben wir alles. Dann können wir weiter. Also so Brücken sind meistens dann die Absperrung in ein neues Level oder so Abgänge. Damit einfach... Au! Betreib's nicht. Hab ich schon wieder einen Stab? Komisch, wieso habe ich jetzt den Stab ausgerüstet gehabt? Keiner... Ja, muss ich da mal noch nachschauen. Feuerbolzen ist das gleiche. Nehmen wir einfach mal mit. So. Ich kann euch leider nicht zeigen, wie ich rausgehe und wieder reingehe. Ich kann auch nicht wieder reingehen. Ich muss das komplette Spiel neu starten. Sorry, dass es jetzt gerade ein bisschen mehr leckt. Keine Ahnung, wie es oder so ist. Ich werde es auf jeden Fall im zweiten Part versuchen zu beenden. Ja. Und viel mehr Prozess hinzufügen. Oder andere Prozesse schließen. Vielleicht ist auch Fraps oder so schuld. Die brauchen recht viel Internetleistung. Oder es ist einfach wegen dem LAN. Weil ich im LAN-Modus spiele. Aber auf jeden Fall, ja. Es ist halt ein bisschen blöde, dass ich so Lagspikes habe, wenn ich schnell laufe. Oder wenn ich einfach immer laufe. Es wird nicht mal von Fraps angezeigt, also eventuell ist es aber wegen Fraps. I should have guessed you'd be cleaving your way to Stonebridge to find out what's got the Krughole stirred. Ich hätte wissen müssen, dass ihr euch nach Stonebridge durchschlagen wollt, um herauszufinden, was die Krugs angesteucht haben. Wenn ihr zuvor noch etwas Zeit für einen alten Nachbarn hättet, würde ich euch gerne um einen Gefallen bitten. Als ich schließlich begriffen hatte, dass die Krugs uns angriffen, versuchte ich, meinen sicheren Keller zu erreichen. Doch da erwartete mich bereits ein Begrüßungskomitee. Wenn ihr Vorräte für die lange Reise nach Stonehenge benötigt und nichts dagegen habt, die restlichen Krugs aus einem Keller zu vertreiben, könnt ihr euch gerne aus meinem Vorrat versorgen. Soll ich Krugs oder Krax nennen? Weil Krax ist ja Englisch. Und ich glaube, ich spreche es richtig aus. Und Krugs ist ja Deutsch. Ja, sie ist ja auch ein Krug. Also, sie sind blöd wie ein Krug. Wahrscheinlich. So. Diese blöden Zigeuner. Juhu. Zigeuner sind übrigens die Leute, die an die Türen klopfen und meinen, sie können irgendwas verkaufen. Die nennt man Zigeuner.
Vor allem sind sie meistens böswillig und dürfte ihn niemals reinlassen oder sonst irgendwas. Etwas kaufen von denen. Jo. Und Zigeuner waren ja früher, bevor das einfach begann, ja die Leute, die von Ort zu Ort gezogen sind und irgendwas, ja zum Beispiel den Leuten, ja, das vorgetanzt haben oder irgendwas. Lagerfeuer und so Sachen. Das sind Zigeuner gewesen früher. Und heutzutage sind es nur noch Schädlinge. Beschmutzer und... ja. Mehr sage ich nicht. Lol, er hat ein Leben gehabt noch. Und ich auch noch. Greif doch an. Auftrag erfüllt. Einfacher Lederpanzer. Wir können ihn mal kurz anschauen. Was ich immer gern gemacht, das war mein zweites Action-Rollenspiel übrigens, also Hack and Slay. Ich war so mega fasziniert. Die Ausrüstung hat immer andere Formen. In Diablo 1, Diablo 2 hatten sie immer die gleichen Formen. Und hier haben sie mal richtige Zacken auf der Schulter oder sonst irgendwas. Also richtig anders. Und es freut mich einfach. Das Spiel wurde mit so viel Liebe gemacht. Für mich war es lange Zeit besser als Diablo 2. Als dann Sacred 1 rauskam, hatte ich dann ein bisschen Sacred 1 gespielt, aber nicht lange. Ich war einfach zu fest, immer noch. 2004 war ich immer noch Dungeon Siege 1 Fan. Und so kurz vor Dungeon Siege 2 habe ich dann einfach gedacht, ja, ich sollte es jetzt mal nicht mehr so viel spielen, spiele ich mal Sacred 1, also 1. Und ja, dann habe ich so Diablo, ja, Sacred 1 gespielt, bis Dungeon Siege 2 jetzt rauskam, und ich habe nichts vorher gewusst, ich habe das Spiel durchgespielt. Und ich war mega fasziniert wieder. Aber leider war ich im zweiten Durchgang dann auf im zweiten Schwierigkeitsgrad dann einfach nicht mehr so froh. Wieso, kann ich dann auch mal sagen, wie soll ich in Dungeon Siege 2 eigentlich relativ schnell auch enttäuscht war. Gut, das Messer müssen wir mitnehmen. Das muss ich dabei lassen. Leider haben wir keinen Rucksack, nix. Also müssen... ja, das mitnehmen, was wir tragen können. Und ja, eventuell werde ich irgendwie, naja, man kann glaube ich gar nicht Multi-Instanzen machen wegen Steam. Ja, ich werde einfach das, was wir nicht brauchen für die späteren Levels. Ich will jetzt euch nicht spoilern, aber ich werde die anderen Sachen dann einfach auch behalten. Ich weiß, dass ich ein Messer behalten muss. Ich werde es nicht wegwerfen. Sonst muss ich das halt irgendwie von einem anderen Zuschauer oder Spieler, der das Game auch hat, halt wieder ertauschen. Mit dem neuen Charakter natürlich. Einfach kurz einen neuen Charakter machen und mir das den Dolch wieder geben. Aber auf jeden Fall muss ich das Messer, genau, Messer nicht Dolch, einfach mit behalten. Ich muss es. Wie geht denn das mit Episch? Bekommt man das Messer in Episch wieder? Also einfach im zweiten Schwierigkeitsgrad könnte ja anders heißen. Aber ich glaube, heißt es Episch und Legendär, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ich habe es auch nicht richtig geschaut. Also ich habe überhaupt nicht geschaut, wie die Schwierigkeitsgrade heißen. Sozusagen. Aber ich kenne das, glaube ich, noch so. Ja, auf jeden Fall müssen wir dann schauen. Sonst machen wir das einfach. Genau, wir machen das einfach, das bestimmte Level. Es ist kein richtiges Level. Einfach dann, wenn wir im höchsten Schwierigkeitsgrad sind, vielleicht schon relativ... ja, einfach wenn wir das schaffen natürlich.
beziehungsweise dass er einfach kann. Ja, ich bin mal gespannt, gell? Jo, also vor allem wird es auch wieder ein langes Let's Play werden und auch eins, das mich einfach freut. Einfach unglaublich freut. Ich mach mal hier auf. Ah, hier ist automatisch angreifen. Ja, ich werde nicht automatisch angreifen, beziehungsweise nur erwidert nur Angriffe. Nur Angriffe erwidern. Die Aufstellung müssen wir ja nicht ändern. Was ist das? Ausgewählte Gruppenmitglieder entlassen. Aha. Auswählen. Aber eben, wir müssen das Spiel ganz allein durchspielen auf im Multiplayer. Beziehungsweise vielleicht mal einen einladen oder so für kurze Zeit. Aber ich werde nur die einladen, die natürlich im gleichen Level wie ich sind. Es kommt ja nicht sehr oft. Also ich kann euch sagen, vielleicht all 3 Tage. Wenn ich gute Dinge bin, dann werden es natürlich mehr, also in mehr kommen in diesen 3 Tagen. Aber auf jeden Fall ist es halt ein Spiel, das einfach ich genießen will und ihr wahrscheinlich auch. Deshalb kommen nicht so viele Parts. Ich habe so viele Parts, ich kann da nicht alle auf einmal geben, gell? Einfach hochladen. Jetzt heute zum Beispiel habe ich recht viele Videos hochgeladen. Heute war ich krank. Heute geht es mir nicht so gut. Kann nicht livestreamen, kann nicht Fußball spielen, kann nicht trainieren, irgendwas anderes. Kein Krafttraining machen, deshalb muss ich ja halt Videos hochladen und mich ein bisschen langweilen, ein bisschen Videos schauen und so weiter. Und da schaue ich auch gerne auf YouTube sehr viele Videos an. Auch von meinen Konkurrenten, weil ich einfach mich auf dem Laufenden halten will, was die anderen so machen und wie sie es machen. Können die ja natürlich auch und besser werden. Jo, und das war eine Falle. Ein Pfeil wird einfach abgeschossen. Ja, wir können das Leben absaugen noch nicht ausrüsten. Das müssen wir dann irgendwann mal erst, ja, zuerst leveln. Gut. Das sind übrigens Wiedererweckungsschreine, wenn ein Mitglied von eurer Truppe, also ein Mitspieler stirbt, dann könnt ihr, glaube ich, hier hinlaufen. Also, wenn ihr stirbt, könnt ihr hier hinlaufen und euch wieder wecken. Wenn ein Mitglied in der Nähe ist, kann er euch wieder beleben. Und ich glaube sogar besser, oder? Man ist sehr langsam, glaube ich. Irgendwas so etwas war's. Wenn man halt stirbt. Ja, und das kann ich auch natürlich, wenn ich alleine bin. Aber es kann sein, dass ich nicht als Geist wiederbelebt werde. Oder die Gegner, glaube ich, die Leiche ganz zerstören und dann bin ich kein Geist mehr. Oder so etwas war das. Aber das ist alles halt schon von weit, also von lang her, gell? Ich weiß nicht mehr alles auswendig. Jo, also es läuft jetzt viel besser wieder. Vielleicht 1-2 Lags manchmal. Aber das ist nun mal so. So, ich werde jetzt natürlich kein weiter Part mehr aufnehmen. Ich muss hierhin wieder laufen. Ich werde auch hierhin wieder laufen. Ich weiß, wo ich bin. Einfach durchlaufen, ein paar Gegner töten. Und eventuell bin ich ein paar Level, ja, eins, ja, nicht mal ein Level höher. Aber, ja, ich muss halt auch ein paar Gegner töten, die mich auf dem Weg lauern. Aber alle anderen Gegner tue ich natürlich nicht töten. Und wir sehen uns dann im zweiten Part wieder. Dankeschön fürs Schauen und tschüss.